Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder ein paar News für euch, unter anderem zu Tony Hawk 1 und 2. Die werden jetzt als Remaster erscheinen. Dann Iron Man VR hat jetzt wieder ein Erscheinungsdatum erhalten. Außerdem wird es morgen 18 Minuten Gameplay von Ghost of Tsushima geben. Und die Mafia-Trilogie wurde angekündigt mit einem Teaser-Trailer. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt. Jetzt viel Spaß mit den Nachrichten. Lange gab es Gerüchte, dass ein neues Tony Hawk Spiel kommt. Gestern wurde es dann angekündigt und es ist nicht nur eins, sondern es sind zwei. Tony Hawk 1 und 2 werden als Remaster erscheinen und zwar am 4. September für PlayStation 4, Xbox One und auch im Epic Game Store. Verantwortlich dafür ist Vicarious Visions, die schon die Crash Bandicoot Insane Trilogie gemacht haben. Wer das Spiel digital vorbestellt, bekommt dann diesen Sommer Zugriff auf eine exklusive Demo, wo man das Warehouse Level schon mal anzocken kann. Wie gesagt, am 4. September ist es soweit. Dann könnt ihr mit Tony Hawk 1 und 2 wieder ein paar coole Runden drehen. Iron Man VR wurde ja quasi damals zusammen mit Last of Us 2 verschoben und während man weiß, dass Last of Us 2 im Juni erscheinen wird, hat man jetzt auch endlich für Iron Man VR ein neues Datum bzw. Erscheinungstermin bekommen. Am 3. Juli ist es soweit, dann kann man dieses PlayStation VR-exklusive Spiel spielen. Weitere Infos zu dem Titel sollen in den kommenden Wochen noch erscheinen. Aufgepasst, liebe Leute, morgen am Donnerstag gibt's ein dickes Special zu Ghost of Tsushima, denn morgen um 22 Uhr gibt's eine neue State of Play-Folge, die sich nur um Ghost of Tsushima drehen wird. Nichts anderes wird da thematisiert. Das Ganze wird um 22 Uhr auf YouTube und Twitch ausgestrahlt und insgesamt soll es so um die 18 Minuten Gameplay vom Spiel zu sehen geben. Hat man ja bis jetzt noch nicht wirklich was von gehabt. Ich hoffe natürlich, dass es echtes Gameplay ist und nicht Microsoft-Gameplay, aber ich bin da recht guter Dinge. Seit kurzem wird ja gemunkelt, dass da was Neues im Mafia-Universum erscheint und das wurde heute bestätigt mit einem kleinen Filmchen, das so knapp 30 Sekunden lang ist. Was hat uns dieses Filmchen gezeigt? Nun, dass eine Mafia-Trilogie erscheinen wird. Allerdings weiß man noch nicht, wann die kommt. Eine richtige Ankündigung zu dieser Trilogie wird es am 19. Mai um 18 Uhr unserer Zeit geben. Also das war jetzt einfach nur so ein kleines Appetithäppchen. Das waren die Gameswelt-Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Passt auf euch auf und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.